Okay, Brian, wir sind da. Danke, dass du während deiner Simserei zur Schule gefahren bist. Total, Chris, total. Wird bestimmt alles gut und viel Glück für die Sache. Das war ein Kinderwagen und keine Bodenwelle. Oh, oh, das sieht gefährlich aus. Wenn Sie meinen ganzen Namen sagen, wollen Sie mich mobben. Tja, wen haben wir denn da? Chris Griffin. Oh, Mann. Hey, Fettarsch. Du hast größere Möpse als deine Schwester. Ach ja? Tja, du hast, auch eine Schwester. Das ist dein Konter? Oh, Mann. Oh, mein Gott, der arme Chris. Diese Lieferscheine müssen auf der Stelle sortiert werden. Ich komme gleich wieder. Und schon ist sie weg. Warum verdrückt sie sich immer, wenn hier Arbeit reinkommt? Sie macht nur eine Rauchpause. Ein gehörloser Mensch, der raucht. Das ist seltsam. Warum ist das seltsam? Es gibt keinen Grund, dass das seltsam ist, aber es ist seltsam, oder? Ja, Griffin, es ist seltsam. Soll das etwa heißen, wenn ich mich vor etwas drücken will, dann muss ich nur eine Rauchpause machen? Ja, das ist wohl so, aber Sie rauchen ja nicht. Doch, ehrlich gesagt rauche ich schon. Schön, Griffin, Sie sind eindeutig Raucher. Genießen Sie Ihre Pause. Mit dem Rauchen kann ich mich jetzt vor lauter Sachen drücken. Endlich stehe ich über dem Gesetz, wie mein Vorfahre aus dem 14. Jahrhundert, König von Dänemark, Griffin. Mehr Wein, mehr Weiber, mehr Tisch! Ich habe einen Herzinfarkt. Ist zufällig ein Arzt am Tisch? Ja, ich! Komm her, schnell, lauf! Okay, Stewie, wir müssen die Windel wechseln. Oh, Rauchpause! Tja, so wachsen alle Franzosenkinder auf und die sind auch normal. Hey, Dad, willst du was über meinen Schultag hören? Es geht um eine scharfe Freundin Melissa. Okay. Sie hatte in der Schule keinen BH an. Okay. Und jemand hat ihr Wasser über das weiße T-Shirt gekippt. Okay. Und es war kalt, also konnte man alles sehen. Okay. Dann ging sie und ich habe gemerkt, dass ich ganz allein bin. Rauchpause! Hey Chris, ich wollte mit dir darüber reden, was in der Schule passiert. Ist das da drin etwa eine tote Maus? Das ist ein Fellfisch, merkwürdige Tiere. Man wirft sie da rein, dann schwimmen sie 30 Sekunden wie die Wilden und dann schlafen sie ein. Der Scherzkeks pennt immer noch. Wach auf, Faulpelz! Also, wie dich diese Jungs heute in der Schule verarscht haben. Dagegen musst du dich wirklich wehren. Stewie, das ist nicht so einfach. Was sagst du, wenn ich sage, hallo, kleiner Zwerg? Dann sage ich, friss noch einen Donut, du Albino-Gorilla. Ach ja? Tja, du hast auch eine Schwester. Oh, mir würde nie so ein cooler Spruch wie dir einfallen, Stewie. Ja, weil du lieb und einfältig bist. Aber selbst du könntest diesen Vollidioten in der Schule Kontra geben. Und sie würden dich respektieren. Weißt du was? Ich werde es dir beibringen. Warum würdest du das für mich tun? Ich bin dein Bruder, Chris. Wir sind ein Team und müssen füreinander da sein. Gut, Chris, da kommen sie. Denk dran, was wir geübt haben. Also, was für ein Schimpfwort gibst du dem in der Mitte? Gleichschenkliges Dreieck? Was? Komm schon, Chris, wir haben die ganze Nacht trainiert. Ich weiß, ich hatte aber auch eine Geometrieprüfung. Und wie ist die gelaufen? Schicke Sonnenbrille, Arschgeige. Hey, guck mal, wer da ist. Schweinchen Chris. Also los, jetzt oder nie. Mach sie fertig. Tolle Muskeln. Gehst du etwa oft trainieren? Herrgott nochmal, Chris. Steck mich in den Rucksack und wiederhole, was ich sage. Schnell, die sind gleich da. Du bist sogar noch hässlicher, wenn man vor dir steht. Okay, du sagst. Du wurdest aus dem Arsch deiner Mutter geboren. Das hat deine Mom erzählt, als sie es mit mir getrieben hat. Du bist ein Arschbaby, deswegen hast du überall Muttermale. Das sind Kackreste. Oh Mann, Griffin hat's ihnen gezeigt. Ich kann nicht glauben, dass ich morgen umziehe und nicht mitkriege, wie das ausgeht. Wow, Stewie, wir werden perfekt zusammenarbeiten, so wie Sherlock Holmes und Watson. Watson, ein Hinweis. Der Eindringling hat rote Erde hinterlassen, die man nur in der Nähe des homosexuellen Badehauses von London findet. Faszinierend, Holmes. Woher wissen Sie das? Nur aus, Büchern und so.